Findest du gut? Okay. Ja, alles gut. Okay. Oh. Richtig süß. Ach, wie schön. Oh. Hübsch seht ihr aus. Oh. Herzlich willkommen. Ja, das Kleid habe ich tatsächlich aus einer Trauminsel bekommen. Ich weiß jetzt aber nur nicht, wie ich das Kleid so schenken kann. Ich finde das ein bisschen schade. Ich habe hier... Moment, was habe ich denn hier? Rosa-blaues Kleid. Rosa Traum. Eiskostüm. Warte mal. Ist auch ganz cute. Ja, die hatte total viele schöne Bilder, beziehungsweise viele schöne Outfits gehabt. Zum Beispiel so ein Mantel. Rosa-blaues Kleid. Auch mega cute. Warte mal. Was da? Ja, genau. Yashido Nene. Okay. Woran? Ach, hier, die Jacke von Attack on Titan habe ich auch. Ach, aber ich behalte das Streifenkleid hier. Das passt so super zur Spange. Wie du mir geschenkt hast. So. Okay, piep. Der versteckt sich schon. Dein Freund versteckt sich gerade. Hä? Warum der jetzt den Baum anschnauzt, verstehe ich jetzt nicht. Ach, da bist du! Cute. Okay. So. Auf geht's ins Getümmel. Ja, ist zwar leider Gottes nicht viel, aber... Hier seht ihr schon zumindest die Partygäste. So, was sagst du, Rosa? Ich hatte gerade eine geniale Idee. Ich werde genau das gleiche Feuerwerk nachstellen. Und zwar nur mit leckeren Desserts. Eine Form köstlicher Brownies könnte hier bei als Nachthimmel herhalten. Oh. Und Gummibonbons wären ideal, um das bunte Feuerwerk selbst darzustellen. Bleibt nur noch die Frage, wie ich da Vanillepudding einbauen kann. Vielleicht gucken wir beim großen Finale ja noch die Inspiration, Zanny. Mhm. Ui. Guido wurde rot. Ja, mehr Raketen, mehr Lärm. Vom Schreien habe ich einen ganz trockenen Hals. Ich brauche dringend Kübel Rooibos-Tee. Oh. Ja, ich habe Zitronentee. Was mit dir, Guido? Wie funktioniert eigentlich so ein Feuerwerk? Ach, sag's mir lieber nicht. Ich mag Geheimnisse. Okay. Gucken. Kann ich denn was Schönes kaufen? Ja, will nochmal. Wer hat noch nicht? Macht zwei Schrittchen und spielt mit bei Rainers Tombola. Ein Los, ein Preis, wie jeder weiß. Ein Preis macht froh, das sowieso. Okay. Alle hergehört, alle mitgemacht. Hier steigt Rainers tolle Tombola. Bei Rainers Tombola kostet ein Los... Oh. Shit. Ich hab kein Geld. Ach Mist. Warte mal. Ich muss was loswerden. Ja, ein Fächer. Wie schön. Warte mal. Aber ich habe zumindest ein paar kleine Seifenblas-Sets. Oh, da ist jemand in mein Haus eingebrochen. Genau, das ist mein Wauzi.
Der tut nichts, der will nur spielen. Oh, nein. Oh! Ey, knallst du einfach die Tür auf meine Fresse? Was ist hier los? Knallt mir einfach die Tür vor die Fresse. Das gibt's doch gar nicht. In meinem eigenen Haus. Und danke für den Cheer. Genau, ich habe heute übrigens einen Kleiderschrank bekommen. Aber wie gesagt, es ist halt nicht... Ist leider noch nicht weiter ausgebaut. Aber das kommt alles. Nemo habe ich auch noch hier. Ups. Was ups? Wäsche. Oh. Unterwäsche oder was? Hey. Genau. Oh. Facial Chilled wahrscheinlich wieder. Oh, nee. Er liegt nicht mehr. Das heißt, er hat sich wieder versteckt. Der hat sich versteckt. Ah, nee, doch nicht. Der unterhält sich. Sehr schön. Ja. Das ist das Rathaus. Ja, kann man sich das Feuerwerk angucken. Das Blöde ist jetzt gerade nur, die Plane nimmt das alles weg. Oh. Aber es ist echt cute. Warte mal, ich hab ja noch. Ich puste euch erstmal alle hier zu. Hey! Willst du dir die Insel angucken? Ist aber nichts Besonderes gerade. Oh, eine blaue Wunderkerze habe ich hier noch. Der unterhält sich hier mit den ganzen Dudes. Wo ist denn jetzt Pummeluff? Luft tobt sich gerade aus. Magst du Bubble Tea? Habe ich noch nie getrunken. Du magst die Insel? Ja. Ich mochte den Aufbau so. Also sozusagen, das, also die Flüsse, wie die so einhermünden. Die ist echt hübsch. Bubble Tea. Aber ich habe leider kein Bubble Tea hier. Ist lecker. Ich weiß nur, als dieser Hype losgetreten ist. Oh. Okay. Da hatten auch viele gesagt, das wäre gesundheitsschädlich oder irgendwie sowas.
Aber, nee. Oh, Bubble-Erdbeertee. Ach, wie schön. Dankeschön. Oh. Hast du denn auch eins? Facial, ich habe gerade gesehen, dass du da rumgelaufen bist. Cheers! So, und? Oh. Genau. Oh, warte mal. Warte mal, ich habe eine Idee. So. Huch. Ist denn so ein schönes Foto? So. Und Cheese. Ja, mit der Axt natürlich. Boah, was? Was soll das? Ja, mach. Ja, oh, mach mal. Mach mal. Oh nee, jetzt hat Bubble auf Angst bekommen. Oh je. Oh. Genau, erstmal fächern. Die Luft ist rein. Alles gut. Ja, das war knapp. Hui. Ja, eine Gurke. Die steht da hier total vereinsamt rum, ich weiß. Ich hab die einfach da so randommäßig positioniert. Ich denke mal, irgendwann ist die da auch weg. Ach, apropos, hier, Items und so. Ich habe ja noch die Pfirsiche, glaube ich. Ah, ne, doch nicht. Die habe ich hier erstmal nicht. Aber die wollte ich noch Facial geben. Die habe ich nicht beim letzten Mal vergessen. So. Ich guck mal eben. Wo haben wir das denn? Ah, hier. Hatte ich, ich war letztes Mal vergessen. Gott. Wie komme ich denn jetzt? Ich habe doch keinen Geburtstag. Werkzeugregal? Ein Babybär. Oh. Warte mal. Ich kann nichts aufstehen, während Besuch da ist. Ich will es aber sehen. Dankeschön. Oh. Das ist echt schön. Oh. Ich gehe eben mal ein paar Sachen verkaufen. Damit ich wenigstens ein paar Sachen bei dem Fuchs kaufen kann. Kleinen Festival-Sachen.
Oh, das Feuerwerk ist echt schön. Hier war das, genau. So. Auf, auf. Wieso stehen die so komisch da rum? Die laufen doch sonst immer zusammen. Das verkaufen. Ja, keine Rüben. Ich habe auch keine Rüben. So, das hier. Nein, nicht die Axt. Und Sommermuscheln. Ach Gott, ich hab noch einen. Ich hab ja noch eine Muschel. Ja. Die hier. Ja. Abgemacht. Weg. Wer ist weg? Wer ist weg? Ich bin sofort da. Ich musste erstmal Stuff loswerden. Der Fisch? Welcher Fisch? Welcher Fisch? Im Fluss? Oh. Ich dachte schon, mein Fischi. Mein Nemo. Okay. Schön. So, jetzt kann ich aber die Tombola machen. So. Mal schauen, was ich gewinne. Alle hergehört, alle mitgemacht. Hier steigt Rainers tolle Tombola. Bei Rainers Tombola kostet ein Los nur 500 Sternis. Es winken tolle Preise und exquisite Leckereien. Und unter uns, jedes Los gewinnt. Wer kann da schon Nein sagen? Ja, ich mach mit. Was ist los, Pummeluft? Du warst irgendwie so erschrocken. Vorzüglich, wunderprächtig. Dann steck gleich das Pfötchen in die Kiste und schnapp dir dein Los. Okay. Was mag es sein? Was winkt dir wohl? Gleich erfahren wir es. Die Eins und zack, hier dein Gewinn. Eine wundertolle Rotwunderkerze. Glückwunsch. Okay. Geschickt gegriffen. Dann sag mal, wie wär's noch mit einer Runde für sparsame 500 Sternis? Wir machen's heute ausnahmsweise. Heute ist ein schöner Tag. Limo-Zuckerwatte? Oi! Ich sag immer, alle guten Dinge sind drei. Oh, was bekomme ich jetzt? Oh, lecker! Oh, voll cool! Ich muss erwähnen, dass es keine Erstattung gibt, wenn das runterfallen sollte. Pass auf, dass du nicht stolperst. Okay. Sag mal, geht's noch, Fagel? Sag mal.